Tag 3 unserer Ausgangssperre. Ich bin hier auf dem Prüfstand und es haben sich seit vielen Jahren schon viele Leute gewünscht und jetzt gerade schon wieder aktuell, dass wir mal ein Prüfstandsvideo machen. Das heißt, dass wir euch erklären, wie funktioniert ein Prüfstand, warum funktioniert er so, was wissen wir darüber, wie fälscht Langtuning seine Leistungskurven. Das werde ich euch natürlich eindeutig erklären, ganz einfach mit Paint. Wir brauchen gar keinen Prüfstand. Nein, kleiner Spaß am Rande. Ja, und was so für Fehler zustande kommen und wie man zum Beispiel auch dafür sorgen kann, dass eben die Leistungskurve völlig falsch aussieht und woran das liegt. Ich versuche mal so die Details, die mir einfallen, dazu zu sagen. Habt ihr später noch Fragen, versuche ich es nochmal zu erörtern, aber vielleicht reicht euch das schon aus, was ich euch jetzt erzähle. Wir haben hinten eine Rolle, wo das Rad aufliegt. An der Rolle befindet sich ein Sensor. Wenn wir anfangen zu messen, versuchen wir immer, das Rad lotrecht über der Rolle stehen zu haben oder etwas dahinter. Wenn wir es davor stehen haben, buddelt es sich ein bisschen ein. Das heißt, es erzeugt einen höheren Druck und damit verändert sich die Leistung grundsätzlich. Das heißt also, wir haben etwas weniger Leistung am Hinterrad angezeigt, eventuell die richtige Leistung am Motor, aber dazu später mehr. Grundsätzlich pumpen wir unsere Räder auf 3 bis 3,5 Bar auf. Das hat den Grund, dass wenn wir die Geschwindigkeit ändern, dass wir im Endeffekt ein Problem bekommen, weil der Umfang des Rades sich ändert. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen pumpen wir so hart wie möglich auf. Ab einer gewissen Leistung ist mit der kleinen Rolle dann auch das Problem, dass die Beschleunigungszeit zu kurz wird. Das haben wir bei dem Motor nicht. Das ist jetzt ein 85er Moped, was ganz einfach, keine Ahnung, das ist zusammengeworfenes Zeug. Das ist ein Moped von mir, was ich gerade aufbaue. Das ist ein Motor, da ist übrig. Ich habe gar keine Ahnung, was für ein Zylinder drauf ist. Ist schon ziemlich alt, das Ding, mit ein paar neuen Teilen dran. Und da geht es erstmal darum, das ganze Moped TÜV fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Leistung das hat. Das hat, könnte jetzt 8 PS haben, das könnte 12 haben, keine Ahnung. Ist ein AUA 3 Auspuff dran. Ist für das Video völlig egal. Ich erkläre euch jetzt, worum es geht. Und als erstes messen wir jetzt erstmal das Moped ein. So, ich habe meine Hasenöhrchen schon mal aufgesetzt. Ist klar, hier oben haben wir eine Abluftanlage, die wir hier benutzen. Wir haben grundsätzlich hier ein bisschen den Schlauch dran, dass wir wirklich, dass wir nicht ersticken und liften noch oft. Das ist ganz wichtig für uns. Und auch eine Zuluft im Raum muss gewährleistet sein, dass wir nicht irgendeinen Unterdruck haben. Könnte auch einen Fehler machen. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier ein Messkabel, das schließen wir an das Zündkabel ab. Wir haben hier ein Massekabel, das müssen wir auch anschließen. Das dient dazu, dass wir die Motordrehzahl abgleichen können mit der eigentlichen Software. Ich messe Simson, das ist einfach nur ein Vorprogramm, nichts, was man wissen müsste. Jetzt nennen wir die ganze Sache mal Test Video. Jetzt ist es so, es gibt verschiedene Varianten von Prüfständen. Der hier hat eine automatische Klimabox, das heißt, die tut die Daten von Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck automatisch aufzeichnen. Dort hatten wir zum Beispiel auch schon ein Problem, dass wenn wir das Ding eingeschaltet hatten, hatten wir manchmal 16, 17 Grad im Raum. Und wenn es eine halbe Stunde an war, waren es 24, weil ganz einfach das Teil sich selber aufgeheizt hat. Haben wir mittlerweile mit einem Verlegen vom Sensor hinbekommen, dass wir tatsächlich die richtige Temperatur haben. Das haben wir jetzt geändert und was wir jetzt noch machen, ist quasi die Startdrehzahl und die Höchstdrehzahl circa zu programmieren, die ungefähren Werte dafür. Ich gebe jetzt hier mal ein 4000 Umdrehungen als Beginn der Messung und 12.000 als Ende. Dann sagen wir 17 PS, mehr hat es auf jeden Fall nicht, hat wahrscheinlich viel weniger. Newtonmeter 10, ja, könnten vielleicht auch mehr sein, ich glaube es fast nicht. Wie gesagt, alter, ausgeleierter Motor, klingt schon ein bisschen wie ein Sack Schrauben. Da kommt noch was Neues rein. So, dann drücken wir hier auf OK. Der nächste Schritt, der hier kommt, ist ganz einfach, dass wir einmessen, dass wir die Drehzahl vom Motor wissen. Dafür müssen wir jetzt das Moped anmachen. Der Zeiger auf dem Bildschirm oben links auf der Seite wird sich dann in den grauen Bereich reingeben, fängt an zu messen, zeigt mir durch eine Veränderung der Farbe dann, dass er eingemessen ist. Ich muss die Drehzahl wieder absenken und dann kann ich in meinen Messverlauf gehen. Warum messen wir immer 3 verschiedene Messungen? Wir messen immer kalt, warm und heiß. Weil das eigentlich interessant ist, die heiße Kurve und auch um den Unterschied zu sehen, was wirklich sich verändert, wenn man eben diese 3 Kurven misst, um zu sehen, ob das System irgendwo krebst, dass es eben kalt besonders gut geht, dann passt eine Resonanzlänge nicht, eine Zündungseinstellung, eine Hauptdüse oder ähnliches, oder dass es eben heiß besonders gut geht. Was wollen wir? Eigentlich wollen wir, dass es heiß am besten geht. Allerdings ist es so, dass durch Aufwärmung von Kurbelgehäuse und so weiter der Motor natürlich umso heißer ist, desto schlechter wird er meistens. Und jetzt machen wir die Messung und das zeigen wir euch auch. Jetzt habe ich im Prinzip die Drehzahl abgeglichen, der Prüfstand ist bereit zum Testen und jetzt geht es einmal ab der Drehzahl, wo er anfängt zu messen, Vollgas weiter. Am Ende der Messung zeigt uns der Prüfstand erstmal den Höchstwert an. Das ist schön von Basar, von Rummel, bringt uns nicht großartig weiter. Jetzt starten wir den zweiten Versuch.
in deinen dritten. Jetzt haben wir hier die drei Kurven, die wir gemessen haben. Jetzt sehen wir eben auch den Unterschied, wenn wir jetzt die Kurven hier haben, dass wir eben, die grüne ist die kalte Kurve, war schon leicht warm vom Einmessen, die blaue ist die zweite, die rote ist die dritte. Wir sehen, wir haben dreimal die Höchstleistung von 10,9 PS, ist also sehr gleich. Jetzt schauen wir nochmal, das war aber übrigens die Motorleistung. Und jetzt gehen wir mal auf die Hinterradleistung. Die Hinterradleistung ist auch immer ziemlich genau dieselbe. Sehen wir, das funktioniert hier. Wir haben hier einen Unterschied von genau 2 PS, die wir hier als Verlust haben. Das Moped hat neue Kettenschläuche, das Moped hat jetzt ein kaltes Öl und so weiter. Wir sagen immer 1,5 PS, 2 PS sind auch okay, das kann passieren. Wie gesagt, das Hinterrad dreht noch nicht völlig frei. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein Wert, den wir als sicher wissen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt ist es natürlich so, wo kommen denn eigentlich Motorleistung und Hinterradleistung her? Eine Hinterradleistung, gemessen von dem Prüfstand, wird im Prinzip auf den Punkt von dieser Rolle gemessen. Das heißt, wie viel wurde diese Rolle tatsächlich beschleunigt? Also wirklich in echt. Das ermittelt uns die Software, wie viel Leistung dort zur Verfügung steht, indem das weiß, wie viel Massenträgheit die Rolle hat. Also nicht Größe, nicht Durchmesser, nicht Gewicht. Uninteressant, es geht um die Massenträgheit. Dadurch kannst du die Leistung ausrechnen. Also die Software kann das. Wir verlassen uns natürlich auf diese Kurve, die uns Ammerschläger vorgibt. Das hat sich in der Szene auch als urbanes Mittel herausgestellt, dass die Ammerschlägerkurven alle sehr gleichmäßig sind. Wir haben vor knapp 10 Jahren mal 5 Prüfstände an einem Tag miteinander verglichen und einen mobilen immer mit dabei gehabt. Die hatten alle dieselbe Leistung angezeigt. Das war wirklich ziemlich perfekt. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich noch wissen wollen, wo kommt denn die Motorleistung her? Was macht die Motorleistung? Wie wird die berechnet? Im Prinzip ist es so, wenn die Messung zu Ende ist, mache ich Folgendes. Dann ziehe ich hier oben an meinem Lenkerchen diesen linken Hebel, das ist die Kupplung. Und wenn ich die Kupplung ziehe, lasse ich das Moped ausrollen. In dem Moment ermittelt der Prüfstand, der merkt, er wird nicht weiter angeschoben, er beschleunigt nicht weiter. Ich ziehe die Kupplung, die Rolle rollt aus. Und dann wird das Ganze ja verlangsamt. Und das wird langsamer um einen bestimmten Wert. Das heißt, die Rolle wird gebremst. Die hat zwar eine Eigenbremsung durch ihre Lager und so weiter, werden alles Korrekturen rausgezogen, von Ammerschläger berechnet. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich kann mir das vorstellen, aber im Endeffekt muss man erstmal auf diese Werte kommen. Verändert sich noch durch die unterschiedliche Temperatur von den Lagern, durch die Fette. Also es kommen dort schon gewisse Fehler zustande. Allerdings sind die wahrscheinlich eher marginal. Diese Rolle wird langsamer und dabei gebremst durch das Rad, den Rollwiderstand vom Reifen, die Kettenschläuche, das Getriebe, die Zahnräder, das Öl, alles was dazugehört. Und diese Leistung rechnet uns der Prüfstand am Ende wieder drauf und macht uns dann eine Motorkurve. Das heißt, das sagt uns, wie viel liegt hier Leistung an der Kurbelwelle an. Theoretisch, also quasi an der gedrehten Welle der Kurbelwelle. Praktisch gesehen hat das System Fehler. Und deswegen muss man immer schauen, dass man die Hinterradleistung zur Motorleistung irgendwo in eine Relation setzt und halt sieht, okay, wenn ich zum Beispiel das Moped abtoure, drehe das Gas zu, ziehe die Kupplung und die Kupplung trennt nicht richtig, dann habe ich ein Schleppmoment und das Schleppmoment rechnet mir mehr Leistung drauf, als ich habe. Dazu mache ich euch jetzt einen Prüfstandslauf und zeige euch einfach mal den Unterschied. Ich mache jetzt wieder 3 Kurven und bei der letzten Kurve werde ich die Messung ein klein wenig verstümpern, mit Absicht. Ich werde es euch auch zeigen, wie ich es mache und dann schauen wir uns mal an, was die Leistungskurve dazu sagt. Jetzt haben wir hier die 3 Kurven, die ich wieder, wie vorhin, der Reihe nach aufgenommen habe, immer 3 Kurven. Man sieht wieder, die kälteste ist die grüne, die etwas wärmere ist die blaue, die ganz heiße ist die rote. Die rote ist in dem Fall die schlechteste, am Hinterrad gemessen. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Trick, ist eine Hinterradkurve. Hier nochmal kurz dazu, woran erkenne ich eine Hinterradkurve? Dann sieht man hier unten, wo ich jetzt mit der Maus lang fahre, hier unten sieht man immer diese Zappel, ne, die zurücklaufen. Das ist dieses Schleppmoment, was gemessen wird, um die Motorleistung zu bemessen. Und man sieht schon, der rote Zapfen, oh, wer da Schlimmes denkt, verrückt. So, jetzt drücke ich euch mal den Knopf für die Motorleistung und da sehen wir, dass die schlechteste Kurve in dem Fall dann auf einmal als die allerbeste angezeigt wird. Es liegt ganz einfach daran, weil ich halt mit meinem Fuß die Rolle abgebremst habe. Das kann man auch mit einem Stück Holz machen, dürft ihr sehr kreativ sein, wenn ihr eure Kurven bescheißen wollt. Und just in dem Moment hat man halt eine riesige Leistung oben drauf. Wir haben jetzt gleich mal über 12 PS anstatt 11. Also das heißt gleich mal ein PS mehr und jetzt können wir natürlich noch die Bremse übelst ziehen. Wir haben ja schon Versuche gemacht und die Software, die lässt sich bescheißen. Wir können ja von 11 PS auch noch auf 18 kommen. Und deswegen ist halt eigentlich eine Motorleistungskurve immer auch eine Frage des Vertrauens. Also für uns als Tuner traut keiner Kurve, die ihr nicht selbst gefälscht habt. So, das ist mal so grundlegend das gesagt, worum es bei dem Prüfstand geht, wie der Prüfstand misst. Jetzt sind wir erstmal soweit fertig mit meiner kleinen Erklärung. Ich hoffe, das reicht euch an Informationen zu dem Thema Prüfstand. Also
eine schleppende Kupplung, irgendwas, was falsch dreht, jemand, der mit Absicht bescheißt, ein Hinterrad, was sich eingräbt, weil es nicht lotgerecht oder nicht dahinter steht, weil es sich eingräbt. Es gibt so viele Fehler, die man machen kann. Eine Leistungskurve richtig zu messen, ist schon eine Kunst für sich. Und da sind wir hier auf einem ganz kleinen Level. Man kann ja auch die Prüfstände bis sonst wohin übertreiben. Aber wir haben hier einen guten Durchschnitt, dass wir erstmal wissen, wir können gut und solide messen. Wir haben den Prüfstand gekauft 2001. Das war damals eine Riesensache, natürlich, jetzt 19 Jahre her, krasse Sache. So viel bin ich sogar schon älter geworden im Übrigen. Ist gar nicht schön. Meine Haare sind schon weg, ja. Wer weiß, was noch alles passiert. Trotzdem, es macht nach wie vor Spaß. Und ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es aufzunehmen. Bis morgen.